Hallo miteinander und vielen Dank, dass ihr nochmal eingeschaltet habt. Wenn ihr das Video hier schaut, habt ihr ziemlich sicher meinen Vortrag gesehen, den ich als letztes aufgeladen habe. Ich bin viel gefragt worden, wie war denn das Feedback, Tom? Haben die Leute das gut gefunden? Oder wie war allgemein die Stimmung und wie war der Anlass? Also, als erstes Mal, es war wirklich top organisiert, an einer wunderschönen Location. Wir haben eine schöne Aussicht gehabt, der Apéro ist draussen genommen worden. Nachher haben die Leute rein verschoben, wo dann mein Vortrag stattgefunden hat, wo ihr sicher schon geschaut habt, wenn ihr jetzt hier angelangt seid. Wenn nicht, schaut das Video. Es ist gerade das letzte, was ich aufgeladen habe. Ich werde es auch hier nochmal verlinken. Und am Schluss beim Outro wird sicher euch auch noch vorgeschlagen werden. Der Veranstalter hat sich wirklich Mühe gegeben. Er hat extra ein veganes Menü organisiert. Er hat aber auch 6 unterschiedliche Weine organisiert, die alle vegan waren. Er hat also extra seinen Weinlieferant dazu bewegt, veganen Wein aufzutischen, was ich hervorragend gefunden habe. Und zum Feedback ist es so, dass es, ich würde so vom Gefühl her sagen, 80-90% haben den Vortrag äußerst positiv aufgenommen. Es sind viele Fragen gestellt worden, auch viele Fragen, die ihr auf dem Video nicht werdet sehen, weil das einfach zwischen dem Essen passiert ist, an meinem Tisch. Oder ich bin auch zu gewissen Leuten her und habe dann dort noch Feedbacks abgeholt oder gewisse Fragen, die gestellt worden sind, vielleicht noch mal ein bisschen verdeutlicht. Alles in allem muss ich sagen, bin ich sehr positiv überrascht gewesen. Ich bin natürlich ein bisschen aufgeregter gewesen wie sonst, weil ich noch nie vor so einem, sage ich jetzt mal, reifen Publikum von dieser Alterskategorie geredet habe. Meistens habe ich bis jetzt Leute gehabt, die jünger sind als ich oder gleich alt. Und jetzt war es das erste Mal, dass ich vor Leuten geredet habe, die aus einer älteren Generation sind. Aber ich muss wirklich sehr positiv ein Statement abgeben und sagen, auch ältere Leute können sehr offen sein. Der Ricardo ist von einem älteren Herr darum gebeten worden, dass er dann den Link zu dem Vortrag geschickt bekommt, damit er unbedingt noch seiner Frau zeigen kann. Die eine Dame ist zu mir gekommen, sehr gerührt und aufgelöst nach dem Vortrag, hat Tränen in den Augen gehabt, hat sich bei mir bedankt für einen tollen Vortrag. Sie war die letzten 30 Jahre immer so auf der vegetarischen Schiene gewesen und jetzt hat sie sich wirklich ein Herz gefasst, dass sie jetzt wirklich so gut wie es geht auf vegan umstellen. Und so Feedbacks hat es noch und nöcher gegeben und ich glaube, keiner von den Teilnehmern wird in den nächsten paar Tagen nach dem Vortrag vor der Fleischtheke gestanden sein und nicht ganz kurz an mich gedacht haben. Das nächste Mal, wenn Fleisch auf dem Tisch landet, wenn das nächste Mal Eier oder Milch gekauft werden, bin ich überzeugt, dass sie sich ganz kurz an meinen Vortrag werden erinnern und sich wahrscheinlich auch mal das eine oder andere fragen, wie viel von dieser Verpackung mit dieser schönen grünen Wiese und den glücklichen Tierchen auf dieser Verpackung ist wahr und wie viel davon ist einfach Marketing. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch der Vortrag gefallen hat. Wenn nicht, schaut ihn unbedingt noch. Lasst mir doch einen Kommentar da. Wenn ihr mich unterstützen wollt, wenn ihr den Vortrag und meine Videos gut findet, dann könnt ihr das sehr gut unterstützen, indem ihr einfach den Kanal abonniert, mir einen Kommentar da lasst, aufs Glöckchen drückt, dass ihr informiert werdet, wenn wieder mal ein Video kommt. Und für alle deutschen Zuschauer und österreichischen Zuschauer, ihr müsst keine Angst haben, es kommen wieder hochdeutsche Videos, aber die zwei jetzt waren auf Schweizerdeutsch, weil ich vor einem heimischen Publikum in meiner Mundart reden wollte. Vielen herzlichen Dank. Jetzt kommt die ganze Q&A-Session. Ich freue mich auf eure Kommentare und danke fürs Zuschauen. Ich war sehr froh auf die letzten 30-40 Bilder. Was gibt es für Chancen, ohne Tierprodukte zu essen? Es ist vielfältig und es entwickelt sich immer mehr. Wo ich ein bisschen Mühe habe mit gewissen Ausdrücken. Also eine Veggie-Metzgerei macht mir nämlich keinen Sinn. Da gibt es sicher gescheitere Ausdrücke oder marketingmässig können wir sicher viel besser machen. Ich habe eine Frage an dich, Thomas. Mhm. Gerne. Was machst du mit der Mucke, die dich sticht? Die mache ich platt. Okay. Was hat das mit dir, Liebe, zu tun? Das ist Selbstverteidigung. Ja. Das ist Selbstverteidigung. Ganz ehrlich, auch wenn mich ein Hund angreifen würde, oder wenn ein Hund mein Kind angreifen würde, gibt es für mich dort kein Pardon. Okay. Und es gibt Zecken zum Beispiel auch, mache ich platt. Ja. Weil die können Krankheiten übertragen, ja. Sie wollen etwas von mir, ich muss nicht anheben und mich stechen lassen. Mhm. Sondern wie gesagt, es geht mir um die systematische Tierausbeutung. Es geht mir nicht um so etwas wie eine Mucke. Oder wenn ich mal joggen im Wald, dass ich Angst habe, irgendwo auf einer Ameise zu stehen. Oder ist nicht. Oder einen Schneck zu verdrücken. Logisch weiche ich am Schneck aus, ich trampe nicht extra drauf. Okay. Aber wenn es passiert, tut es mir leid, aber ich bin wegen dem immer noch meinen Grundwerten, bin ich ehrlich. Wir haben nicht mehr lange Zeit. Wer hat zwei, drei, also sagen, drei, vierte Frage haben wir sicher Zeit. Peter. Es
hat ja viele, die Vegetarier sind und nicht Veganer. Wie viel Prozent haben denn die erreicht von 0 bis 100 im Verhältnis zu den Veganern? Also eben, wie er es am Anfang gesagt hat, vegan hat man bis vor ein paar Jahrzehnten noch gar nicht wirklich gekannt. Vegetarisch ist immer als tierlieb verkauft worden. Weil man nicht gross hinter die Ei- und die Milchindustrie gesehen hat. Oder wie das Ganze mit dem Honig abläuft und so weiter. Oder Fell. Oder? Und ein Vegetarier ist sicher ein super Start. Weil er die Grundidee wahrscheinlich mit dieser Tierliebe vervollständigen will. Aber wenn man es ganz genau nimmt, ist Milchindustrie, wie auch die Eiindustrie, auch die Fleischindustrie. Es gehört alles zusammen. Ja, aber es würde ja gleich einiges wegfallen, wenn jetzt ein Vegetarier, wenn jetzt viel Vegetarier wäre. Es ist sicher ein guter erster Schritt, ja. Aber ich glaube einfach, dass wenn jemand zum Beispiel seine ganze Fleischproteinquelle auf einmal jetzt mit Ei- und mit Milchproteinquelle ersetzt, A, ist es gesundheitstechnisch sicher nicht das Beste und B, ist es mit der Tierliebe einfach nicht zu Ende gedacht, ja. Aber ja, ich befürworte jeden Fortschritt. Wenn mir jemand sagt, dass er nur noch einmal in der Woche Fleisch isst, ist es besser als jemand, der 14 Mal in der Woche Fleisch isst. Marc? Ich habe zwei Fragen. Die eine ist, du hast richtig gesagt, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Man kann extrem viel kochen, wo auch tatsächlich gut schmeckt, wo mit Fleisch zu haben. Trotzdem wirst du wahrscheinlich auch irgendwo mal in ein Restaurant gehen. Wie schwierig ist das, wenn man muss okay, ja, das Kind will das Glas erst einmal nein, da gibt es nur eine Gramm Glas, das ist halt nicht drin. Sucht man da speziell ein Restaurant aus, wo es halt nicht so viel gibt, wahrscheinlich mehr als man denkt. Aber wenn man jetzt zufällig in einer Stadt ist, wo man sich nicht so auskennt, wie machst du das? Und die andere Frage ist, die mich auch wundern, wenn meine Kinder älter werden und vielleicht einmal jemand das Gefühl hat, hey, mal irgendwie so einen coolen Hamburger oder ein Rindsfilet, das würde mich einfach mal gelusten. Wie stehst du dem gegenüber? Ja, das sind ja gerade mehrere Fragen auf einmal. Also, Frage Nummer 1, wie mache ich es im Ausland? Es gibt eine super App mittlerweile, das heisst Happy Cow. Happy Cow zeigt mir alle Restaurants in der Umgebung an, die vegetarisch-vegane Optionen haben, vegetarische Restaurants und vegane Restaurants, wie auch Läden. Und das ist sehr hilfreich. Und was ich mit Erstaunen festgestellt habe, ist, dass die Schweiz noch recht hinterher hinkt. Wenn ich auf Wien gehe, wenn ich auf Berlin gehe, wenn ich auf München gehe, hat es viel mehr Restaurant mit einer super Auswahl an vegetarischen oder veganen Menüs. Und wenn man das App runterlässt, das ist gratis, kann man sich sehr gut zurechtfinden mit dem. Punkt Nummer 2 ist, wie mache ich das mit dem Restaurant? Wenn ich jetzt irgendwo hergehe, wo ich noch nie gewesen bin, orientiere ich mich zuerst, gibt es dort etwas? Und wenn ich zum Beispiel jetzt in ein Seminarhotel gehe, würde ich vorher anrufen und sagen, ich komme mit der Familie vorbei, wir ernähren uns vegan, ist es möglich, dass sie für uns etwas zubereiten würden. Und in 99,9% stoße ich auf sehr offene und dienstleistungsorientierte Gastgewerbebetreiber, die sehr gerne für uns etwas zubereiten. Und meistens schauen dann die Nachbartisch eher neidisch auf unser Essen und sagen, was haben denn die Gutes dort? Das ist ja gar nicht auf der Karte. Weil das, was wir rüberkommen, hat sich der Koch immer extra Mühe gegeben. Und das mit den Kindern ist es so, dass unsere Kinder in nichts hinterher stehen. Wir machen regelmässig auch Fastfood-Aktionen. Es gibt bei uns daheim auch vegane Burger. Es gibt auch mal Chicken Nuggets aus Erbsenprotein und nicht aus Poulet, genau. Und somit haben sie eigentlich gar kein Manko. Meine Kinder sind nicht, dass sie mühend vegan leben. Meine Kinder, wenn sie auf dem Spielplatz sind und jemand verteilt Gummibärli, kommen sie heim und sagen, Papi, ist das vegan? Und wenn ich sage nein, dann wollen sie es gar nicht mehr. Und ich bin dann nicht, du kommst nichts über, sondern wir haben einen Schrank voll, wo sich Süßigkeiten drin hat, vegane, und dann kommen sie von mir eine Alternative über. Oder? Und wir haben auch festgestellt, dass in unserem Umfeld sehr viele Menschen uns sehr stark entgegenkommen. Nicht vegane Familien, wenn unsere Kinder eingeladen sind an einem Kindergeburtstag, backen vegane Küchen, nur weil unsere Kinder kommen. Also die Offenheit und das Wohlwollen von unserem Umfeld ist einfach schön. Auch von Nicht-Veganern. Und das finde ich wirklich bemerkenswert. Ja. Und eine schöne Entwicklung. Letzte Frage. Ich glaube, da ist noch eine Frage. Ja, ich wollte jetzt eine Frage, wie Sie machen, wenn Kinder bei Gespenden eingeladen sind. Ja. Wahrscheinlich werden Sie dann nur von denen eingeladen, die auch bereit sind, vegan zu kochen. Oder wie funktioniert das? Also, eben, das, was wir festgestellt haben, ist, dass Mütter sich zuerst bei uns melden, sagen, du, wir würden gerne Jamiro einladen. Das wissen alle, dass ihr Kind vegan ist. Yes, das wird nicht geheim behalten. Das wird nicht, also im Kinski wissen sie es, wir haben auch mit der Kinski-Lehrerin geredet, oder wir haben zum Beispiel mit der Schullehrerin geredet von meinen Söhnen. Sie dürfen nicht in den Zoo. Mal sicher dürfen sie in den Zoo. Sie dürfen in den Zoo? Ja.
Aber meine Kinder gehen nicht so und sagen, wieso hockt der Elefant da, der eigentlich 30 km am Tag laufen würde, wenn man so gross ist wie der Raum. Ja gut, das ist eine andere Diskussion. Genau. Oder? Und meine Kinder sind einfach aufgeklärt dadurch, aber ich verbiete ihnen nichts. Oder? Ich sage ihnen, wenn du in den Zoo gehst, du mal genau schauen und sag mir, ob du das Gefühl hast, ob die Tiere dorthin gehören und glücklich sind. Aber wenn sie selber dürfen entscheiden dürfen, wollen sie das gar nicht. Wir haben als einer der nächsten Referenten einen Jäger und einen Zoo-Kurator, einfach nur zum sagen, es ist polarisiert, ist mein Thema und da kommen verschiedene Konzepte dazu. Das ist gut. Wie gehen Sie das an, wenn Sie das Kassenlager oder ein Fadi-Lager oder so ein Lager vorstehen? Wie gehen Sie das hin? Also Fadi-Lager ist kein Problem, Sie sind nicht in der Fadi. Ja, ja, ich meine, haben Sie gespannt und ist ein totaler Fädler oder ein Semi oder ein Jungwächter oder ein Flaring. Ich bin jetzt auch nicht hingegangen, sie schlechter Lager, als andere sehen, so würden sie das handeln? Ja, also meine Kinder waren eine Zeit lang in der Pfadi. Und dort ist mir einfach aufgefallen, dass es praktisch jedes Mal irgendetwas war mit Würstchenbräteln, Marshmallowsbräteln, immer so etwas. Und dann habe ich ihnen halt einfach eine Alternative mitgegeben. Also es gibt vegane Bratwürste, es gibt vegane Marshmallows, es gibt für alles eine Lösung. Und im Kassenlager sind sie bis jetzt noch nicht gewesen, aber dort gehe ich davon aus, dass ich dann einfach auch mit der Lehrerin vorher reden würde. Und dass ich halt unter Umständen halt einfach etwas mitgebe, oder dass ich Rezept mitgebe, oder dass ich sogar mich anbieten würde, mitzugehen und zu kochen. Das habe ich auch schon angeboten, dass ich mich als Koch in einem Skilager würde anbieten. Das ist dann von der Schulleitung nicht gewünscht worden. Ja, ich meine, die Kinder könnten ja mangelernährt sein, wenn sie mal eine Woche lang keine tierischen Produkte bekommen. Das kann man schon verhindern. Ich schließe jetzt hier ab, weil sonst kommen wir nicht zum Essen. Genau, sonst gehen wir aus dem Leben. Ein kleines Dankeschön, dass du dir Mühe genommen hast, uns hier ein bisschen zu joggen und aufzurütteln. Das ist ja die Idee von diesem Ding, dass es wirklich ganz andere Meinungen hat, die vielleicht uns vorbeigegangen sind. Und jetzt wissen wir mehr über diese Geschichte. Und ich gehe davon aus, da wird mehr als einer von uns gewisse Korrekturen in seinem Speiseplan und seiner Lebenseinstellung machen. Absolut. Danke vielmals. Danke euch, Timo.